Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in SimRail. Ich habe aus dem Forum mal wieder ein Szenario geholt. Und zwar sind wir dann die Rangierlokomotive in Katowice und hier ist gerade Rush Hour. Und wir müssen Züge bereitstellen für die nächsten Intercities. Dazu müssen wir unsere EP07 hier erstmal warm machen. So, gehen wir mal rein. Und dieses Szenario braucht unglaublich viel Performance, deswegen sind auch die Frames jetzt nicht so geil. Grafikeinstellung habe ich schon ein bisschen runterdreht, um denen ein bisschen entgegenzuwirken. Aber wirklich geil wird's nicht. So. Einmal aufrüsten hier. Lichtungsender nach vorne. Stromabnehmer. Und wir müssen hier aufpassen beim Kuppeln, dass wenn wir hier mit der Lok an Wagen rangehen, dürfen wir nur die Bremsleitung verbinden. Ansonsten funktioniert der Führerstandswechsel nicht richtig. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Bug vom Szenario ist oder SimRail per se. Und wenn wir die Wagen verbinden, dann alles verbinden. Der steht auch hier in diesem Papierfahrplan drin. Also, wenn ihr dann Führerstand wechselt und die Lok bleibt tot, dann liegt es daran, dass ihr alles verbunden habt. Bisschen mehr, aber so ist es halt. So. Mein Kollege. Schnell mal auf die andere Seite. Oh, Performance. Und hinsetzen. Die machen wir mal rein. Und dann melden wir uns mal, dass wir hier bereit sind. Tu Lokomotywa EP07 gotowa do rozpoczęcia manewru. Przyjąłem, mechaniku. Najpierw formujemy skład pasażerski dla IC 48-150 Gwarka. Jedziemy na tor 531. Podpinamy 4 wagony i zmieniamy kabinę. Dyżurny za chwilę poda sygnał. Zgłoś się, jak będziesz gotowy. Gut, alles klar. Dann fahren wir gleich zu den ersten Wagen. Und da haben wir das Signal. Los geht's. Ah, solche Sachen dann im Multiplayer. Aber dann bitte mit mehr Performance. Ja, vermutlich hat er da im Szenario echt viele Züge rumstehen. Oder rumfahren lassen. Was jetzt der Simulator nicht so geil findet. Ich hoffe, mit der neuen Version, wenn sie dann irgendwann mal kommt, ist dann auch Arbeit an der Performance gemacht worden. Ja, noch ein bisschen mehr dran. Kleines Stückchen noch. Gut. Einmal dran. Einmal raus hier. Also, eben jetzt Kupplung kuppeln. Und die Hauptluftleitung verbinden. Sehr gut.
Fest. Und absperren, komm. Perfekt. Der neutral, das lasse ich mal alles, wie es ist. Widerstand aus. Und da geht die Locke aus. Und jetzt hoffe ich, dass sie auf der anderen Seite wieder angeht. Komm. Ja, Gott sei Dank. Sehr gut. Und Radio an. Du kannst auf Fahrding gehen. Einmal reinbremsen. Oh, löse mal bitte. Gut. Wagony podpięte, kabina zmieniona, możemy ruszać dalej. Wyjeżdżamy za tarczę TM502, zmieniamy kabinę i wracamy na tor obok po kolejne trzy wagony. Okay, an TM502 vorbeifahren, dann wieder Führerstand wechseln und dann holen wir uns die nächsten drei Wagen. So der Plan. Dann gib, gib, gib. Yes. Abmarsch. Das reicht mal. Da ist das TM-Signal. Und wenn es richtig läuft, dann sagt er uns, dass wir anhalten sollen. Jeszcze 20 metrów. 20 Meter. Możemy się zatrzymać. Sehr gut. Dann absperren. Neutral, dann machen wir hier wieder weiß. So. Und das gleiche Spiel von vorne. Jetzt war ich zu schnell, ne? So. Oh, jetzt macht er mal wieder leer hier. Bitte lösen, danke. Gut. Funk an. Świeci, możemy jechać. Signal ist lit, we can proceed. Na dann, drücken wir mal rein.
Und dann hoffe ich mal, dass ich nicht mit vollem Bums dagegen knall. Meter noch. Uważaj na prędkość. Wir sind zu schnell. Jeszcze 30 metrów. A jesteś? Uważaj na prędkość. Zehn Meter. 5 metrów zostało. 5. Jeszcze 1 metr. Czekaj, wir sind jetzt dran. Mal ein bisschen drücken. Ja, wir sind dran. Gut. Das hat ja gut funktioniert. Cedre. Schau ich mal, dass ich einfach anhebe, den Punkt finde, wo nicht gekuppelt ist. Mal hier gucken. Das ist verbunden. Das ist nicht verbunden. So, und hier sollen wir jetzt sagen, alles verbinden. Gut. Zurück in die Lok. Nee, du sollst... Ach, Mann. Abgesperrt. Und wieder wechseln. Schauen, wie oft ich das heute noch machen darf. Sidre, das Ding ist wieder an. Kurz mit der direkten mal kurz rein. Wir melden uns nochmal. Podpiąłem wagony, jesteśmy gotowi. Super, mamy skład uformowany. Jedziemy podstawić wagony na tor pierwszy. Gleis 1, alles klar. Los geht's. Giebel! So, gut.
Oh, netter kleiner Zug. Oh, wie es aussieht, dürfen wir noch nicht auf Gleis 1. It's a blue. Da stand, glaube ich, aber was im Forumsbeitrag, dass wenn wir hier zu schnell sind, dann müssen wir eventuell auf den Intercity warten. Naja, lassen wir uns mal langsam hinrollen. Oder soll ich ihn mal mit ZDB nerven? Ich probier's mal. ZDB. Ja, der sieht nach Warten aus. Das könnte vielleicht sein. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ist Gleis 1 ganz links oder rechts? Jetzt bräuchte ich mal das Stellpult. Also wenn ich hier noch ein bisschen länger stehe, dann werde ich das mal für euch rausschneiden. Damit ihr da nicht auch so lange warten müsst. Was macht eigentlich ihr da unten? Doof rumstehen, mitten in der Pampa. Sag mal, habe ich eigentlich nicht in Simulator diese Arschcam? Ja, hab ich. Bringt mir jetzt gerade nichts. So, Dispatcher. Add Team 3. Doch. Aber schon erstaunlich. 40-90 und ich habe da so 15-20 FPS. Wie viel mehr Leistung willst du haben, SimRay? SimRay so, ja.
Doch ganz rechts. Ich habe so eine Vermutung, dass wir mit den Wagen da unten auch noch was anstellen. Nur so eine Vermutung. Steht denn da alles rum? Hey, wenn ich nach unten schaue, habe ich 20 FPS. Ich vermute mal, dass der das unnötiges Zeugs rendert, was gar nicht mehr in unserem Sichtbereich ist. Was dann echte Performance drückt. Das ist Gleis 1. Okay. Oh, eventuell fahren wir in diesen Rangierbereich da hinten rein. Das würde ich gerade ein bisschen feiern. Możesz się już zatrzymać, mechaniku. Gut, alles klar. Tja. Urwij się od składu. Zaraz podjedzie pociągu Intercity dyżurny poda sygnał i pojedziemy do tarczy TM-65, zmienimy kabinę i cofniemy na tor 7 przy peronie pierwszym, aż pod sam semafor M7. Alles klar. Wie du befiehlst, Rangiermeister. So, alles trennen. Passt. Hier, Leute, liked auf der nächsten Seite, die Parts sieht man. Achso, ja, gut. Da muss ich nichts weiter machen. Wie soll man nach vorne? Ich frage mich, wie andere das gut spielen können, die jetzt vielleicht nicht so einen High-Performance-Rechner haben. Das ist echt nicht toll. Ah, da. Ein Schiersignal. Bis hin zu TM65. Ach, das ist gleich da vorne. I see. Hier da so dazwischen. Oh, ich will da rechts reinfahren. Jetzt bloß nicht drüber donnern. So, sind wir drin. Schaut gut aus. See.
Perfekto. Richtungswender wieder neutral. Lichter wieder ändern. Und die Bude ausmachen. Boy, das gibt's doch nicht. Okay. Okay, aber auch das ist wieder an. Release the brakes, bitte. Ich werde mal was probieren. Ich sagte, ich hab's ja schon runterdreht. Das, wenn ich hier nochmal ins runtergehe, in der Distanz kann ich mal runter machen. Autos. Braucht kein Mensch. Gleise. Was haben wir hier so eine Vegetationsdichte? Können wir jetzt mal. Aber er braucht schon Vegetation. Runter damit. Sichtweite von dem. Runter. Und der. Lass das aus. Fahrzeuglimit. So. Mal schauen, was das macht. Nicht sehr viel. Cool. Außer, dass das Ganze jetzt hier unscharf ist. Warum ist es jetzt unscharf hier? Aber das ist jetzt das hier. Mal zum Gucken. Besser. Ach ja, ich glaube, das wird halt nicht besser. Das sieht halt echt nicht gut aus so. Bin ich gar nicht gewohnt. So, we give the signal, we proceed to the team, change cabin, we go check to 7. 7 at platform 1, all the way to M7. Mein Kollege, na, auch am Rangieren. Muss ich die Wagen vielleicht abholen? Bist du M7? Ja, du bist M7. Noch ein bisschen mehr. Gut, ich bleib da mal stehen. Tö, FDL. Könnt ihr gleich mal ins Buch reinschauen. Bla bla bla, das waren die Infos. Das waren die Infos. Okay. Ja.
FDL, sprich mit mir. Na torze trzecim IC 37002 Odra zostawił wagony z pasażerami jadące do Wiednia. Podpinamy je i włączamy do składu IC 14002 Polonii na torze 9. Dyżurny zaraz zaświeci sygnał. Wyjeżdżamy za tarczę TM21 i wracamy po wagony. Po podpięciu zmień kabinę i zgłoś się. Also nochmal von Anfang auf Gleis 3. Hat der Intercity 37002 Wagen da gelassen. Die soll man ankuppeln. Und dann kommt die beim Intercity 14002 dran. Auf Gleis 9. Die Signal will give signal short. We will move past the TM shunting signal return for the cars. After attaching, change the cabin and report. Okay. Ah, es geht los. Schickt uns jetzt dann in die Mitte rein. Yes, sieht so aus. Wow, Wahnsinn, 20 FPS für so ein paar Momente. So, das reicht. Warum kann ich da nie komplett durchdrücken? Das ist so nervig. Simulator hat keine Bugs, sind alles Features. Jetzt löst sich mir komplett die Bremse, ne? Das will ich nicht. Oh, das muss reichen. Warte mal, hat er mal vielleicht einfach so schon freigeben? Er hat. Also was, dann bleibe ich hier drin. Machen wir das so. Dann gilt dieses Lichtsignal noch. Gut, Abmarsch. Warte mal, kann ich doch nicht die... Ah, Easycam. Jetzt tue ich mal so, als hätte ich eine Rückfahrkamera. Oder ein Kollegen, der hinten ist. Aber Hauptsache, er sagt mir, nachdem ich da angekuppelt habe, soll ich noch meinen Führerstand wechseln.
Oh, nein. Ah, scheiße, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Schmeiße mir die Notbremse rein. Sie haben nichts gesehen. War eine Bremsprobe. Alles gut. Okay. Ein bisschen dran drücken noch. Aber ich kann jetzt nicht kuppeln, ne? Oh, das wäre zu schön gewesen. Cedre. Einmal Kupplung kuppeln. Und Hauptluftleitung. Und jetzt wechseln. Wieder anmachen. Da geht's doch garantiert jetzt gleich rückwärts. So, du kannst lösen. Und wir melden uns. FDL. Ups. Wir rollen. Nicht so gut. Oder hätte ich wechseln sollen und jetzt eigentlich anderer Führerstand. Das könnte jetzt natürlich sein. Ich probiere das mal schnell. Ist es neat? Hier sagt er mir aber auch nichts. Aber jetzt das Szenario kaputt gemacht. Wagony podpięte, możemy ruszać. A, gut, perfekt. Wyjeżdżamy całym składem z powrotem za tarczę TM-21. Wracamy na tor 9, gdzie podepniemy wagony do składu IC-14002. Check 9, okej. Okay. Gut, machen wir an. Interessant, das konnte ich jetzt machen, während hier alles an ist. Und warum machst du jetzt nichts mehr? Was ist denn jetzt hier los? Okay, also mit auf die Key-Comments reagiert es noch, aber macht hier keine Animation. Als wäre die noch im anderen Führerstand.
Ach, was soll's. Wir fahren da jetzt mal nach vorne. Sehr schräg, das hatte ich jetzt auch noch nicht. Ach, nur die zwei da. Oh, der wartet auf mich. Sorry. Ach, jetzt geht's wieder. Jeszcze z 20 metrów do przodu. Już starczy. Możesz zmienić kabinę i zaraz dostaniemy sygnał do cofania. Alles klar. Ö, absperren. Neutral. Und Bulli wieder aus. Ah, wir haben eigentlich das falsche Licht am gehabt. Was soll's? Macht das wieder nicht. Seht ihr, das sind zu viele Wechsel hier. Mal die kurze Lokbremse reinhauen. Sehe ich halt mein TM-Signal nicht. Also so ein bisschen. Cheatcam? Ja, Cheatcam. Już świeci, możemy jechać. Alles klar. Ja, dann schauen wir mal. Hoffentlich gibt er mir da jetzt wieder die Meter. Ja, doch, auf das hätte ich schon öfter Bock, ins Zimmer jetzt machen. Im Multiplayer, mit Performance. Und wo steht die Wache? Ich sehe diese Wagen nicht. Das wäre eigentlich eine ideale Aufgabe für so eine SM. Ah, da hinten. I see. Do wagonów mamy 100 metrów. Oh, er sagt es mal an. Okay.
Brems. Około 30 metrów. Dziesięć metrów. Jeszcze pięć. Jeden metr. Ja. Ui, da sind wir mal schön zurück. Ja, jetzt nochmal schön dran. Hin und her gebaut sie hier. Ja, komm. Ist sie noch. Okay. Das sollte reichen. Zahamuj skład i najpierw odepnij wagony od Back to Jane first, detach the cars from your... je ze składem Polonii. Zgłoś się jak skończysz. Was, was, was? Break the train and first detach the cars from your locomotive, then connect them to the Polonia train set. Okay, also Bremst habe ich. Break the train first and detach the cars from the locomotive, then connect to the... Ach, nee, Moment mal. Also wir haben gebremst, erst von der Lok weg und dann ankuppeln. Alles drin. Und jetzt ankuppeln. Müsste ja hier sein. Einmal runter da. Alles verbinden. Gut. Report when finished. Ja, das wäre dann jetzt. Ich bin fertig. Ja. Oder anderer Führerstand wieder. Machen wir das Ding mal wieder aus. Gehen wir auf die andere Seite. Wagony są już w składzie Polonii. Ja, sehr gut. Pozostało nam tylko rozrządzenie pustych wagonów TLK z peronu 5 na grupę odstawczą. Jedziemy za tarczę TM1. Okay, empty TLK-Wagen von Gleis 5 ins Depot. Okay. So. Jetzt hab ich's hinten vergessen. Naja, was soll's. Und Abfahrt. Moin. Ja, wieder runter in die Mitte. Ah, nee, wir fahren hier hin. Alles klar. Aber wobei. Der will, dass wir hier noch weiter
Oh nee, sag bloß, der Kollege muss jetzt wegen meiner Rangierfahrt warten. Aber der macht selber eine Rangierfahrt. Dann. Alles gut, ich dachte, es wäre vielleicht ein Regio und muss jetzt wegen mir warten. Wie immer gilt, keine Rangierfahrt vor einer Zugfahrt. Böse sowas. Kann ich nicht empfehlen, das auf TD2 zu machen. Interessant, was der FTL da mit uns macht. Bądź ostrożny. Niedaleko. Be careful, there is an intersection just beyond. Make sure not to enter. Ja, ja. Mal. Da unten steht auch was. Einmal bis. Wieso schickt er uns das so weit runter? Hätte er uns da nicht in die Mitte reinschicken können? Ein bisschen zickzack? Hm. Moin Kollege, es ist eine Zugfahrt. Wystarczy, przenosimy się na tył i jedziemy po wagony. Zgłoś się, jak już je podepniesz i zmienisz kabinę. Report when you have touched them and changed the cab. Alles klar. So, Rudi wieder ausmachen. Ne, das war zu viel. So, Wechsel. Hallo? Stehen bleiben. Hauptschalter wieder rein, wir sind wieder an. Dürfen noch nicht fahren. Der wird so die Freude haben da hinten. Ach, fährst du jetzt doch als Zugfahrt weiter? Oder bist du ein anderer? Da, sehr gut. Ja, wären wir wieder am Anfang. Was haben wir eigentlich da links für Gleise? Ach so, nur ein bisschen was zum Abstellen. Mit Handweichen. Oh, das ist einer neben Perun, der in echt total verlassen wirkt.
Zumindest in der Stadt, wo ich Anfang des Jahres da war. Aber es stand gar nicht mal so viel hier rum. Der macht sich so in die Hose mit der Performance. Ja, wenige Meter. Und dann haben wir es endlich geschafft, erhoben. Gut, wir sind dran. Aussteigen. So, Kupplung verbinden. Und Hauptluftleitung. Das war's. Und du einmal runter Richtung Sender neutral. Und aus die Bude. Okay, wieder Saft. Ja dann, einmal Meldung. Habe fertig. Wagony na haku, możemy jechać. Jedziemy je odstawić na tor 529, gdzie stały wagony do Gwarka. Dam znać, gdzie się zatrzymujemy. Alles klar. Sag mal. Why are you not releasing? Was ist das jetzt? Interessant. Jetzt kommt's langsam. Kurz was testen. Anzeige spielt hier auch nicht mit. Kompressor ist es nicht. Oh, Leute. Bitte lösen. Hier stimmt was nicht. Was ist denn da los? Wenn man kurz den anderen Führerstand. Da ist abgesperrt, neutral. Der Führerstand ist wie noch an. Was hast du? Lok hängt da hinten auch keine mehr dran. Ja, ja. Genug getrellert.
Wieso löst du dich nicht? Ach, jetzt macht das. Muss ich, glaube ich, nicht verstehen, was da jetzt gerade... Ach, was ist? Wir fahren einfach. Oder auch nicht. Doch. Also Simon hat schon seine Momente. Was? Aber sind die Bremsen wie noch aktiv? Aber er sagt mir, es ist gelöst. Füllen. Haben wir es jetzt komplett. Ja. Ich glaube, das war ja... Ah ja, Gott, da unten. Oh, heute habe ich den letzten Week in the Simulator gelesen. Da stand drin, dass sie an dieser Czeszke 3-Lok jetzt schon dran sind. Bin ich mal gespannt. Ich kenne ja schon ein paar Leute, die da sehr auf die Lok warten. Aber ich hätte nichts gegen mal eine kleine Diesellok hier drin in Sibrel. Eben, vielleicht so eine modernisierte SM42. Wäre dann gerade für Szenariobauer da geil. Oder dass man sagt, man bedient jetzt irgendwelche Anschlussgleise von den Industrien. Da sollten sie mal die Hutter Katowice da die Gleise fertig machen. Bei diesem einen Anschluss. Bei Trabur. Wie schotten ja dahinter? Ist ja eine Strecke, wo es dann nach links weggeht. Habe ja schon runtergebremst. Doch, die Uhrzeit, Stunde und 5 Minuten haben wir jetzt. Da hat er jetzt aber gut geschätzt. Man könnte es garantiert noch ein bisschen schneller machen, aber haben die jetzt auch nicht wirklich getrödelt. Odciągnij jeszcze z 50 metrów do przodu i zostaw wagony. Move forward and leave the cars. Okay. Hier jetzt so. Also weiter oder hier so lassen?
Dann ungefähr 50 Meter gewesen sein. Ja. Aber den nächsten Look für eine kleine Freude. Nö, alles trennen. To była ostatnia praca na dziś. Odstawimy jeszcze lokomotywę na miejsce. Jedziemy do przodu i zatrzymujemy się przed tarczą. Alles klar. Machen wir so. Wie schon besagt, das TM-Signal. Ach, da vorne. Ja, gerade der Bereich mit der ganzen Abstellung. Da hätte man mit der SM halt rein tun können. Ja gut, blockieren wir mal die Einfahrt hier. Macht dann der nächste. Wystarczy, możesz zmienić kabinę. Zaraz przełożę rozjazd i wracamy na tor początkowy za tarczę TM501. Ach so, mit dem Durchsauer abstellen. Okay. Das wollte ich nicht. Gut. Warum bist du jetzt hier noch an? Ja, ja. Einen Moment. Interesting. Gut. Wieder zurück nach Hause. Oh, ich hab gar keine Lichter an. Jetzt aber. Aber auch jetzt, ne? Es fährt jetzt kein Zug. Also wir selber. 20 FPS. Was stört Simrel da gerade so? Oder für was wird die Leistung verheizt hier? Aber abgesehen jetzt mal von dem Leistungsproblem, muss ich sagen, war es ein nettes Szenario. Hat mir Spaß gemacht, da mal ein bisschen Rangieraufgaben in Katowice zu machen, mit Verkehr. Gern mehr solche Sachen. Oder ein bisschen lazy. Ah. Kommt sicherlich alles mit der Zeit. Gut, wir sind wieder daheim. Dzięki za dziś. Wyłącz lokomotywę i jesteś wolny. Yes, wir sind frei. Gut, Handbremse. Fertig, neutral. Alles aus hier. Okay. I glaube, das ist
Ah, Moment mal, wir müssen da noch die Batterie abdrehen. Gut. Licht aus. Ansonsten ist jetzt hier nichts mehr an. Das ist alles abgesperrt. Na dann. Conclude in 15 Seconds, alles klar. Ja doch, hat mir gefallen. Wie gesagt, ist ein bisschen mehr, dass wir hier K-Performance gehabt haben. Obwohl auch die Grafikeinstellung nach unten nicht wirklich einen Unterschied gebracht hat. Das, ja. Simmel ist ja noch im Early Access. 1 Stunde, 9 Minuten, gesamte Punkte 288. 10 Kilometer fahren war das jetzt. Echt so viel. 162 Kilowattstunden Verbrauch. Na gut. Liebe Leute, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Wir sehen uns schon bald im nächsten Abenteuer. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.